In der Hütte zur Wiese ist das Blind Date von Lia und Tom gestartet. Die Künstlerin hätte von dem Hamburger Single gern noch mehr gesehen. Oh, jetzt fühle ich mich besser. Ja, oder? Ja. Also sucht sich Lia auch etwas Gemütlicheres zum Anziehen. Dann kann man auch entspannter Löcher in den trainierten Bauch fragen. Erzähl mir von deinem ersten Kurs. Jetzt will ich alles wissen. Guck mal, ich bin sehr neugierig. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Echt jetzt, ohne Scheiß. Echt jetzt? Echt jetzt. Dein erstes Mal kennst du? Naja, das weiß ich noch ganz genau. Okay, dann erzähl mir von deinem ersten Mal. Jetzt will ich alles wissen. Das weiß ich noch ganz genau. Das war mit meiner Freundin damals. Ich weiß noch, Farina. Und, wie lange warst du mit ihr zusammen? Das war relativ lange. 2-3 Jahre damals. Ja, irgendwie 2 Jahre. Wie lange ging deine längste Beziehung? 6 Jahre. Ciao. Auf jeden Fall ciao. Also 6 Jahre. Also ganz. Also, das mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Papa, ey, also ich rede im Film, Alter. 6 Jahre. Und ganz ehrlich, meine längste Beziehung ging maximal ein Jahr, wenn es hochkommt. Weißt du, wie alt ich da war? Sechs Jahre. 6 Jahre später warst du wie alt? 6 Jahre. Ja, wie alt warst du? Nein, von 18 bis 24. 6 Jahre. Ja, was? Und dann habe ich es gemerkt. Sie wollte mich heiraten, Kinder haben und sowas alles. Aber letztendlich ist doch jetzt dein Wunsch, auch irgendwann Familie zu gründen. Also ist es wirklich das Richtige gewesen? Na, für mich ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ich habe so meine Erfahrungen gemacht, Erkenntnisse gemacht. Will sie auch nicht missen, weil es ist top. Auf 6 Jahre. Ach, Pappelapapp, man, das ist schon lange her. Bei mir, ja, immer komplett anders. Immer komplett anders. Ja, Schätzelein, du bist doch 7 Jahre schon Single. Klar ist das dann anders. Aber die meisten Männer geben ja schon auf, sobald sie merken, oh, ich muss mich jetzt anstrengen. Ich würde ehrlich, jetzt meine ehrliche Meinung, wenn ich dich von außen so sehen würde, würde ich sagen, schöne Frau, bisschen da und hier geholfen, ne? Ja, ist ja auch so. Aber ich glaube, die steht auch nicht auf mich, die steht mehr auf Südländer und so. Das ist so mein Empfinden. Ich, so, und ich hätte wo ich gedacht, sag so, okay, alles klar. Weißt du? Wenn ich dich in einem Club gesehen hätte, hätte ich so gedacht, ach ja, der ist süß. Okay, was gibt's hier so? Das finde ich ja auch so cool hier jetzt an dieser Geschichte, dass wir echt uns kennenlernen müssen sozusagen. Ne? Also so, und das ist ja echt gut. So. So krass, wir haben so viele Sachen gemeinsam. Ja, das, ja, wir haben echt viele in der kurzen Zeit haben wir echt viele Sachen schon herausgefunden, gefiltert, herausgefunden. Ist lustig. Ich glaube, sie hat echt Angst, sich auch irgendwie zu binden an jemanden, läuft schnell weg. Ist ganz speziell, die Frau, auf jeden Fall. Man muss einfach nur cool bleiben und sie so nehmen, wie sie ist. Ich muss Pipi machen. Echt? Ja. Ja, klar. Ja, los, geh auf Toilette. Oh Mann. Okay, ich geh schlafen. Komm, wir gehen rüber, ne? Komm. Ich quatsche dich die ganze Zeit vor hier. Sind ja noch Fragen für morgen. Also für uns war eigentlich beide klar, dass wir zusammen in einem Bett schlafen, von Anfang an. Hast du dieses Tier gesehen? Bring es um. Welches Tier denn? Es liegt hier gerade so ein Tier rum. Da. Was? Da. Wo? Bring es um. Ich rette dich. Warte. Sehen. Kannst du mal von meiner Seite da runtergehen? Ja, aber guck dir das Tier an. Mit deinen Käsefüßchen, ne? Es ist hier irgendwo. Da-da-da. Sie ist echt crazy, also echt verrückt. Da ist doch. Hast du es gesehen? Da. Warte. Nein, ist doch tot. Ist doch schon tot, Mann. War nicht tot. Oh. Es ist rumgeflogen. Hast du getötet? Hast du gut gemacht? Guck mal,
Ich schwöre dir, hier ist irgendwo noch ein Viech. Echt jetzt? Ja, ja, ich weiß, dass wir auf jeden Fall eins haben. Das wartet nur darauf, dass das Licht aus ist. Und dann fängt es an zu fliegen. Ja, muss ich mal gucken, wie lange ich das aushalten kann. Aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Na dann, gute Nacht. Birds flying high, you know how I feel. Mindestens 24 Stunden verbringen die Singles miteinander in der Hütte, ganz ohne Ablenkung, nur zu zweit. Ob es am Morgen dann ein böses Erwachen gibt oder die Chance auf mehr, wird sich jeden Tag neu zeigen. Auch für Lia ist es ungewohnt, neben einem Fremden aufzuwachen. Sie muss erst mal mit der neuen Situation klarkommen. It's a new day. Schon in wenigen Stunden wird sie sich entscheiden müssen, ob sie sich vorstellen kann, mit dem Hamburger Tom noch mehr Zeit hier zu verbringen. I'm feeling good. Good morning in the morning. Wie geht's dir? Super. Hast du gut geschlafen? Schöne Frau, schönes Haus, schöne Location. Hast du geschnarcht? Ich hab dich schnarchen gehört, ohne Scheiß jetzt. Hab ich geschnarcht? Ja, ja, ja. Echt jetzt? Echt? Ich hab nur so Nase zugehalten. Echt? Ja, ja. Hast du gequatscht? Ja, echt. Ich glaube, der hat nicht geschnarcht. Das ist mir wirklich super wichtig. Er hat gesagt, ich habe geschnarcht. Ich glaube ihm das nicht. Da ist das nicht geil, Wildwuchs. Boah, die sind ja voll groß. Die sind richtig geil, oder? Sind das echte? Ja, klar sind das echte. Boah. Sauer? Ey, geil. Purer Zucker. Mhm. Mhm. Schmeckt. Er hat richtig gute Lippen. Mal gucken. Das macht Lust auf mehr. Aber für den Moment vor allem auf mehr Frühstück. War das Cher oder was? Ich höre nur, und weiß direkt Bescheid. Ich wollte uns Frühstück machen. Ja. Langsam so, ne? Ja, so ganz easy, ganz entspannt. Entspannt ist Lias zweiter Vorname. Der erste ist allerdings Powerfrau. Die Hannoveranerin hat schon am frühen Morgen jede Menge Energie. Ob Tom damit auf Dauer klarkommt? Wollen wir links gehen? In die Sonne. In die Sonne? Ja, oder? Ja, okay. Schmeckt gut. Hast du sehr gut gemacht. Echt jetzt. Wenn es scheiße schmecken würde, würde ich es dir auch sagen. Ich bin da nicht so ein Lutscher. Du hast da was am Bart. Hm? Hast du sexuelle Vorlieben? Ja, oder Fetische? Hast du einen Fußfetisch? Ah, ah. Okay, weil mit einem Fußfetisch komme ich nicht klar. Hab ich nicht. Ich würde das ganz komisch finden. Ich hab auch nicht so spezielle Vorlieben oder so. Vom Ding her. Ich komm gleich wieder. Abgang Lia. Und Auftritt Latexkätzchen. Baby. Nein. Dazu muss ich sagen, das ist mein Techno-Outfit. Dein was? Mein Techno-Outfit. Hallo? Berlin? Ja, was? Was? Der Po geht nicht zu. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ja, unten ist ein bisschen. Du bist ja richtig spacey unterwegs. Das ist echt. Das ist dein Fetisch, ne? Nein, das ist mein Techno-Outfit. Ich krieg das nicht zu. Soll ich zumachen? Du bist aber einer.
Aber Vorsicht, nicht die Pobacken ein. Ich guck auch nicht hin. Ach, kein Problem, wir gucken dich gerne an. Boah, jetzt ist ganz. Jetzt ist. Hast du es gerissen? Pass auf. Das war aber schon kaputt. Ich hab's gleich kaputt. Aber du kannst doch so rumlaufen, also hatte ich kein Problem mit. Ich hab'n Arsch offen. Du hast einen Arsch offen. Ich hab'n Arsch offen. Ganz wild, ganz wild. Wie lange die Techno-Party für Lia und Tom wohl weitergeht?